Frankfurt bin ich so einen Applaus gewöhnt, ja, aber das war ja kein Applaus. Ich dachte, Köln ist eine Partystadt. Also nochmal, hallo Köln! Ja, das ist Köln. Boah, hab ich gleich Gänsehaut. Guck, guck, hab ich gleich Gänsehaut. So, einen großen Applaus für unsere Bitcomposer Dance Girls, bitte. Dankeschön, Mädels. Und Tschüsschen. Ihr dürft auch gerne wieder hier in den Kanal dann rein, wenn ihr bei Ramona dabei bleiben wollt. Geht's euch gut? Sehr schön. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, also früher war es immer so, dass der Sonntag immer so der schwächste Tag irgendwie auf der Gamescom ist. Ist dieses Jahr Gott sei Dank anders. Gestern war der schwächste, aber heute ist richtig geil. Ein Applaus für euch, ihr seid geil.
Weil wir machen am Ende des Tages machen wir das ja auch für euch. Ja? Ihr seid hier am Stand von Bitcomposer. Und wir haben natürlich. Und wir haben jetzt einen absoluten Wahnsinn hier live on stage. Sie ist nicht nur eine wunderschöne Frau und eine bezaubernde Frau. Ich durfte sie gestern auch schon kennenlernen. Nein, sie hat auch wirklich eine absolut grandiose Gänsehautstimme und macht Stimmung ohne Ende. Sie war bei The Voice of Germany und sie kam bis ins Halbfinale. Sie war im Team Bosshorst und ihr Name ist Ramona Nero. Wir werden sie jetzt gleich hoffentlich mit einem riesengroßen Gamescom 2012 Applaus begrüßen. Dafür heben wir jetzt alle mal den rechten Arm nach oben. Alle heben mal den rechten Arm nach oben. Wunderbar, alle ehrenwürdig oben. Alle machen es auch hervorragend. Dazu nehmen wir noch den linken Arm da hoch. Und jetzt führen wir beide Hände zusammen, machen ein rhythmisches Klatschgeräusch. Ladies and Gentlemen, please welcome Miss Ramona Nero! Hallo Köln, wie geht's euch? Habe ich zu viel versprochen? Der Witz an der ganzen Geschichte ist, Ramona, erstmal herzlich willkommen auf der Bühne. Also, ich bin ja ein Kerl. Ja, wir sind ja ein bisschen einfacher gestrickt. Aber meine Mädels gestern haben wir dann uns unterhalten, weil Ramona war gestern schon mal da. Und da kam sie zu mir: Hast du die Schuhe gesehen? Hast du die Schuhe von Ramona gesehen? Also für alle Frauen, das scheint wohl so der absolute Killer zu sein. Ramona, es ist toll, dass du wieder bei uns bist. Es ist einfach nur der Wahnsinn. Es war gestern schon toll, aber diesmal, ne, guck dir das mal an. Tolles Publikum. Ich weiß, wir haben uns vorhin in eurem Backstage ein bisschen unterhalten. Und in der Community kamen auch immer die Fragen. Voice of Germany ist jetzt abgehakt, ganz klar. Das war nochmal, um dich ein bisschen in den Medien vielleicht bekannter zu machen. Du warst ja vorher auch schon sehr bekannt. Aber was können wir in der Zukunft von dir erwarten? Zum Beispiel, gibt es ein Album? Noch nicht fertig, aber ich arbeite dran und ich bin momentan sehr viel mit ATV unterwegs. Und ich hatte das Glück, dieses Projekt mit ihm anzufangen. Seit einem Monat haben wir Never Give Up auf dem Markt in 26 Ländern. Es ist in Heavy Rotation in Amerika, Südamerika, Asien, in Europa. Und wir sind seitdem sehr viel unterwegs und machen sehr viel, ja, in dem Bereich. Und zwischendurch mache ich natürlich auch irgendwas für mein eigenes Album. Ich komme natürlich immer weniger, also ich habe weniger Zeit dafür. Aber ich gebe mir Mühe, ich will immer auftreten, immer unterwegs sein, aber auch Zeit für mein Album haben. Deswegen, ja. Da spielst du mir den Ball natürlich wunderbar zu. Wie sieht's denn mal, wo kann man dich da? Du bist heute live hier, aber wo kann man dich so live erleben? Ist da auch vielleicht eine Tour im Planung? Es gibt eine Tour natürlich. Noch habe ich keine Datum für konkret, damit ich jetzt euch sagen, aber ich bin mir sicher, ihr seid alle bei Facebook. Ne? Ja. Ich gehe davon aus. Und dann könnt ihr einfach mal Ramona Nero Fanpage dann anklicken und da stehen immer die Daten, wo ich mich befinde. Ich poste sogar Bilder. Ja, und sie, und Ramona, und ich weiß zum Beispiel von Ramona, viele Künstler und viele Stars haben irgendwelche Agenturen, die sich um Facebook kümmern. Der Ramona Nera postet das selber. Also wenn da ein Foto kommt. Also mein Management möchte das nicht machen, da sie, die, ich mache sehr viele Fehler, ich kann noch nicht so gutes Deutsch. Ach bitte. Und es wäre auf einmal total anders sein, wenn die dann mit perfektes Deutsch dann alles aufschreiben würden. Und das wäre nicht mehr ich. Deswegen mache ich das mit meinen eigenen Fehlern. Fehler sind immer wieder gut. Buster, wenn du mal hier rauskommen könntest und mal hier vorne den Nebler ausstellen würdest, wäre ich dir sehr dankbar. So, also, ich wiederhole es nochmal. Facebook, Ramona Nera ist die Fanpage. Guck mal, das sind übrigens die beiden mit den Schildern. Hast du schon gesehen? Wie süß. Hallo. Sehr schön. Der Lukas geht jetzt wieder nach hinten. Der Booster kommt jetzt nach vorne, weil jetzt wollen wir dich natürlich singen hören. Und ich freue mich, ich kriege jetzt schon wieder. Guck mal, was ist das? Ich brauche nur mit dir on stage zu stehen. Ach, was eine Frau. Toll, danke. Einen großen Applaus für Ramona Nera. Und ich sage jetzt einfach, Gamescom 2012, der Finaltag. The stage is yours. Ich brauche euch. Es wäre cool, wenn das Playback anfängt, dass ihr mich einfach die ganze Zeit unterstützt. Okay? Macht ihr das? Okay, das freut mich. You ready? Those roads appear.
Okay, ich sing einmal und wieder danach, ja? You hit me like a ray of the sun, from into my darkest night. You're the only one that I want. I am addicted to your lies. I swear I'll never fall again, 'cause this don't even feel like falling. Gravity came again and bring me back to the ground again. It's like I've been awake. Every rule I had, you break it. It's the risk that I'm taking, yeah. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I look here now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can feel your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written on all your face. Baby, I can feel your halo. Hit me, I can feel your halo. Das nächste Titel wollte ich eigentlich schon immer bei The Voice singen. Es wurde aber immer für uns irgendwelches Lied ausgesucht und es wäre schade, wenn ich heute denn nicht singen würde, weil es wäre wahrscheinlich meine Lebensgeschichte sein. Ne? Titanium, here we go. Give it up for the Mädels! Die helfen mir ein bisschen. Okay, jetzt fühle ich mich nicht mehr allein. Jetzt schon. Jenny. Nicht vergessen, ich freue mich immer, eure Hände zu sehen und zu hören, ja? Shout it out, but I can't hear a word you say. Shout it out, the saying but. Rain, fire. Show me.
Vater zuvor. Grüße aus Hansenau. You raise your voice, the sticks and stones may break my bones. You shut me down, but I get up. Ich möchte noch mal eure Hände sehen. Here we go. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away. Ricochet, you take your aim. Zu sein. Das wäre eine Katastrophe. Aber ich singe trotzdem gerne dieses Lied. Könntest du mir das Playback ein bisschen leiser machen? Danke. Wollt ihr das? Okay. Sollen wir noch eins? Wirklich? Ihr seid zu leise irgendwie.
Habe ich das verstanden? Ne? Okay, ich habe noch ein einziges Titel für euch. Und zwar meine allererste Song von der ersten Live-Show von The Voice. Wisst ihr vielleicht, was das war? Nicht, dass ich dich gefragt hätte. Wisst ihr vielleicht, was für einen Titel habe ich in der ersten Live-Sendung gesungen? Hat ein sehr gutes Ohr. Genau, das habe ich gemacht. It's getting hot in here. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel just so paper thin, like a house of cards, don't go from here to there? Do you ever feel the way to bury deep? If there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night, now you're born to lie. If you're baby, you were born, you are. Come on, let you call us first, make them go. Baby, you were mine.
Vielen Dank dafür. Viel Spaß noch. Genießt es und geht's. Go! Bravo! Tschüss! Bravo oder Merda! Das ist für mich kein Applaus. Bravo oder Merda! Das ist ein Applaus. Danke schön. Sensationell, sensationell. Ich entlasse jetzt Ramona nach hinten und wir werden auf jeden Fall noch eine Autogrammstunde jetzt machen. Wir werden mit Ramona, muss ich natürlich erstmal abklären. War das geil? Hat die eine Frau eine Stimme oder was? Und sieht auch noch unfassbar gut aus. Verstehst du? Wahnsinn. Also, wir werden das jetzt hier ein bisschen umbauen, dann wird es eine Autogrammstunde geben. Könnt ihr euch auch gerne mit Ramona fotografieren lassen. Sie hat das gestern schon mal gemacht und sie lässt sich wirklich Zeit dafür. Also mit Widmung, mit allem drum und dran. Das wird folgendermaßen ablaufen. Hier in diesem Bereich werden wir den Eingang machen. Hier oben läuft ihr dann nicht vorbei. Bitte nur ein Autogramm pro Person und dann hier wieder runter. Und für die Leute, die jetzt richtig gut mitgemacht haben, und ich habe mir genau angeguckt, wer richtig gut mitgemacht hat, ihr müsst da gar nicht groß einschreien. Ich habe mitbekommen, welcher Vogel gemeint hat, bei Ramona da T-Shirts zu brüllen. Der kann sich gleich wieder vom Stand schon mal runtergehen. Der kriegt nämlich unmöglich keins. So sieht es nämlich mal aus. So, ihr wart richtig gut dabei. Ja. Also richtig toll. Und ihr da hinten wart auch richtig gut dabei. So, hilft mir mal bitte. Ja. So, hier, warte mal, hier natürlich. Ihr wart ganz stark, Ramona-Fans. Ja. Ihr kommt dann gleich zur Autogrammstunde, ja? Ja, sehr schön. Hervorragend. Auch noch hier die Ecken war auch richtig stark am Start. Habe ich auch mitbekommen. So, weiter geht's. Also, was haben wir denn noch? Ich weiß nicht, wo noch hier auch wieder. Guck mal, hier, die großen Sänger hier am also Start. Ja. Wunderbar, du warst auch stark dabei, habe ich gesehen. So, hervorragend. Gib mir mal ein bisschen Musik. Aber hier, ja, wunderschön. Also, wie gesagt, wir machen jetzt die Autogrammstunde. Ich rede gerade wie ein Vogel. Also, wir haben jetzt die Autogrammstunde mit. Hallo, ich rede gerade. Hör mal, willst du dich so anhören wie mich? Oder was? Sei froh, dass du nicht so aussiehst wie ich. Ich bin schon gestraft genug in meinem Leben. Ja. So, also, das war also, ja, wir machen die Autogrammstunde nochmal ganz kurz. Hier vorne wird der Einlass dann sein. Dann hier rüber. Und jetzt möchte ich noch einmal kurz Werbung machen für das Wichtigste, was es eigentlich im Prinzip für mich heute noch geben wird. Heute um 16 Uhr möchten wir mit euch Abschied feiern. Das ist der letzte Tag Gamescom 2012 und wir wollen das Lager räumen. Glaubt mir, ich rede von mindestens 500 T-Shirts, ich rede von mindestens 500 Spielen, ich rede von ungefähr 2000 Schlüsselbändern, die alle noch da hinten drin sind. Und ich verspreche euch, wir nehmen nichts mit nach Hause. Heute 16 Uhr möchte ich euch alle, alles was rennt, hier vor der Bühne sehen. Das wird ein ganz großer Moment auch für mein Leben sein. Mehr dazu später. Um 16 Uhr hoffe ich, dass ihr alle dabei wieder seid. Und ansonsten, bis später, Köln!